Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und falls du nicht weißt, was das für ein Projekt ist, guck mal in die Videobeschreibung, da ist eine kleine Beschreibung und eine kleine Playlist zu Folge 1. Wir machen weiter in Green Cities und deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Hätte ich fast mit einem Take hinbekommen, aber ich habe den Take mal so gelassen. So, wir haben letztes Mal ein paar Busse gebaut und hier ein bisschen vorbereitet. Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne von Green Cities bauen wollen würde. Zum einen, also zwei Sachen, die wir auf jeden Fall bauen. Vielleicht die ozeanthermische, wie heißt die? Konversationsanlage. Die könnte man eventuell noch hier irgendwo reinbauen. Wobei hier ist der Industriebereich von Green Cities. Da müsste man gucken, ob das passt. Und zum anderen gibt es noch zwei unique Gebäude. Also Bird & Bee Hafen haben wir gebaut, der ist hier. Dann haben wir den sogenannten Zentralpark, der ist hier. Den Ziggurat-Garten, den haben wir hier gebaut. Die Floating Gardens, also die schwimmenden Gärten ohne Strom, sind hier. Und dann gibt es noch die Lunge of the City und die Climate Research Station. Wird mehr Sinn machen in dem Bereich, wo auch diese, ich weiß gar nicht, Zukunftsgebäude stehen. Also es gibt auch so ein Mini-Zukunfts-DLC, was sehr, sehr schön aussieht. Da wird sich das, glaube ich, viel, viel mehr oder viel, viel besser machen. Das bauen wir allerdings nicht. Und deswegen machen wir das Climate Research Center Station. Machen wir dann hier irgendwo zwischen. Macht eigentlich absolut keinen Sinn, aber machen wir trotzdem dazwischen. Vielleicht auch irgendwo in dem Bereich, wo kleine Häuser stehen, damit die Research Station nicht von großen Hochhäusern beeinflusst wird. Oh, der war krass jetzt. Okay. Ich glaube, hier vorne wird es mal ein bisschen kleiner. Also könnte man das auch hier in dem Bereich hinbauen. Wir gucken mal, ob wir sie finden auf Anhieb. Wenn nicht, müssen wir ein bisschen suchen. Wir haben einzigartige Gebäude an der Stelle. Wir haben ChirpX Startgelände. Den Wintermarkt. Das sind aber andere Sachen vom Hauptspiel. So, warte. Wir haben das... Die grüne Lunge. Genau, das wäre zum einen da. Die ist auch relativ groß, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht eigentlich. Die machen wir hier hin. Eigentlich wie alle Gebäude so aufeinander hocken, ne? Grüne Lunge wäre auch eigentlich noch hier gut. Weil das auch ein paar... Aber grüne Lunge ist auch einfach riesig. Und können wir eh nicht nochmal bauen, weil wir die schon mal gebaut haben. Nice. Dann geht es weiter mit Climate Research Station, wenn wir sie finden. Ist bestimmt vorne, oder? Nein. Da. Klimaforschungsstation. Gut, dass ich das englische Wiki aufhabe, nehme an. Aber ich glaube, ein deutsches Wiki gibt es gar nicht von Cities, oder? Ich glaube nämlich nicht. Ah, passt ja mal gar nicht hier hin, ne? Das hätte man echt noch irgendwo hier hin machen müssen. Oder hier vorne. Hier. Sollen wir das nicht hier bauen? Ich glaube, da macht sich das besonders gut. Auch wenn daneben halt die anderen Sachen sind, ne? Ich glaube, das machen wir. Komm mal mit, Botanischer Garten. Du musst jetzt leider deine Arbeit hier machen erstmal. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Botanischer Garten gehört ja zu allen Sachen. Passt schon. Und jetzt müssen wir noch für die Klimastation brauchen wir auf jeden Fall noch eine Straße. Die dann selbstverständlich hier neben kommt. In die Richtung am besten. Vielleicht so schräg. Also da werden nicht viele Autos herfahren, aber zumindest, dass man, ne, coole Anbindung da hat. Und vor allen Dingen das Ding einfach hinbauen kann. Achtung. Oh ja, guck mal, passt sogar. Müssen wir den Weg gleich nochmal versetzen? Aber die Climate Research Station oder auch Klimaforschungsstation ist nun gebaut. Ich habe die mir ehrlich gesagt noch nie im Nahen angeguckt. Aber gut, dass sie so am freien, im freien Bereich steht. Neben so einem krassen Kraftwerk. Aber ist schon cool. Und sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Übrigens, wo wir uns gerade das Gebäude im Nahen angeguckt haben. Ich hatte mal die Idee, also habe ich noch nie gemacht und werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Aber trotzdem fand ich das eine super, oder hat mich super gereizt. Und zwar eigene Gebäude zu bauen. Das geht ja auch. Man kann ja eigene Gebäude machen. Müsste man dann allerdings halt in so ein 3D-Konstruktionsprogramm machen. Wer hätte es gedacht? Und dann muss man halt noch ein paar Sachen beachten. Ich habe mir das mal angeguckt. Ist nicht ganz ohne, aber mich da jetzt reinzuarbeiten, fände ich, glaube ich, ein bisschen krass. So.
Vielleicht als Serie oder so. Nee, ich glaube nicht. Aber wäre mal schön, glaube ich. So, dann baue ich meinen Parkplatztraum einfach. Der Parkplatztraum von Debitor. Von DebiSim. Das wäre so toll. So, kommt hier nochmal hin. Aber was ich mal machen wollte, und ich weiß nicht, ob ihr da eine Idee habt oder vielleicht Ahnung habt, wie man das machen könnte. Ich weiß nicht, wer das kennt, wer Stream Decks kennt. Das sind so kleine Bedienflächen mit mehreren Schaltern drauf, wo man verschiedene Sachen, Makros, Funktionen von Programmen, andere Sachen halt drauflegen kann. Webseiten, Musikcontrol, oh mein Gott. Musikcontrol von Spotify zum Beispiel. Solche Sachen kann man da drauflegen. Und das wollte ich mal für Cities machen. Also das will ich schon die ganze Zeit machen. Aber jetzt kommt mal das Problem, was ich habe. Und zwar, City Skylines hat keinen Ordner, keine Datei, wo die Tastenkürzel drin sind. Was ich super geil fände, weil dann könnte man sich theoretisch dieses Icon-Pack laden oder dieses Profil. Könnte dann die Datei überschreiben, mehr oder weniger. Mit den Knöpfen. Und hätte dann einfach dieses Icon-Package mit Funktionen hinterlegt für dieses Stream Deck, weil es heißt zwar Stream Deck, aber damit kann man unglaublich viel mehr machen. Auch für Leute, die nicht streamen. Und nochmal ganz kurz, das wird auch bald verlost, die kleine Variante davon. Eins meiner kleinen Streamdecks wird bald verlost. Und zwar auf dem Livestream-Kanal. Wenn ihr möchtet, werde ich das im Community-Tab auch nochmal schreiben, dass ihr dann auch Bescheid wisst. Und dann kann der eine oder andere da halt auch mitmachen. So, wo wir hier schon mal sind. Falscher Knopf, du. Despawn einschalten. Genau, das hatten wir hier gelassen. Hallo? Hä? Ah, jetzt geht's. Okay. Alles gut. Linksabbiegerspur, geradeaus und rechts. So lassen wir das. Ah, jetzt weiß ich, warum er manchmal Stau ist. Einfach wegen der Bushaltestelle. Weil der Bus so schräg steht, ne? Das ist das Ding einfach. Das ist der Weg. Ich muss den Bus, die Bushaltestelle einmal verschieben. Andere Seite ist richtig. Na, ist nicht ganz gut, aber geht's. Ich meine, ist klar, das ist momentan die Hauptstraße, die darüber geht. Hauptstraße ist gut. Man könnte hier noch eine Straße rüber machen oder wir machen da einfach noch einen Fußgängerüberweg drüber. Und da gibt's ja auch noch einen Trick, um richtig abzucachen. Und zwar mit Parks. Also ich weiß nicht, wer die Mod oder wer den Trick kennt. Ihr könnt ein Parkgebiet markieren. Hier zum Beispiel. Macht dann einen Eingang hier und einen Eingang da. Und jeder, der über diese Brücke läuft, über diese Parkbrücke, muss halt Geld bezahlen. Und wenn da viele Leute drüber laufen, kann man damit richtig Geld verdienen. Das war gut. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt eine normale Fußgängerbrücke über diesem geilen Fluss. Naja, chillig. Na, der Anfang ist natürlich ein bisschen blöd hier mit dem Weg, aber sollte trotzdem funktionieren. Und so ein Fußgängerüberweg, ich glaube, der wäre auch an der Stelle. Also wirklich, ich glaube schon. Warte, kann ich hier einmal den machen? Jo, kommt zwar die Wiese durch, aber kann man nichts machen. Und dann noch so und wir gehen da, glaube ich, runter. Ja. Okay. Wir haben einen wunderschönen... Ne, warte, wir müssen diese Stütze noch nach innen machen. Mitte, besser gesagt. Mitte. So. Ich glaube, in echt wäre das echt viel zu kurz. Man bräuchte mehr Stützen. Und jetzt lauft her. Ach, guck mal, direkt kommt einer. Ihr müsst wissen, jeder, der da zu Fuß drüber läuft, fährt nicht mit dem Auto entweder in die oder in die andere Richtung.
Es entlastet ungemein. Hier lohnt sich, glaube ich, keine Fußgängerüberwege, ne? Da ist noch eine harte Straße vor allen Dingen. Ihr wisst ja, es gibt hier keine Autobahnanbindung, ne? Wie wollten wir das nochmal machen? Wollten wir nicht von hier darüber? Und dann da hinten weiter. Oha, kolossale Stadt. 42.000 Einwohner. Da ist die ozeanisch-thermische Konversationsanlage. Deswegen konnte ich die auch noch nicht bauen von Green City, weil wir die noch gar nicht hatten. Dann kommen noch einzigartige Gebäude dazu. Der Wintermarkt und das Chirp X Startgelände. Die hatten wir doch schon. Ach ne, warte, das war. Das war 950. Cool. Und das Kernkraftwerk. Und ein schwimmendes Café. Café mal anders. Okay. Ist das auch von Green Cities? Nee, das ist nicht von Green Cities. Nein, das ist ganz normal. Okay, wir haben jetzt Climate Control. Einen geilen Weg. Dann haben wir hier noch die grüne Lunge. Wer kennt sie nicht? Drumherum machen wir noch ein paar Bürogebiete. Weg und so werden wir nachher nochmal reinplanten. So, auf der anderen Seite sollten wir jetzt erstmal ein kleines Straßennetz bauen. Für Wohnhäuser vor allen Dingen. Oh Mann, das ist total scheiße, wenn man nichts nach 90 Grad Mania bauen kann. Ich glaube, ihr versteht mich, oder? Ne, warte, muss so bleiben. Viele Kreuzungen gibt es hier gerade. Aber überall ist halt noch ein bisschen Platz für Bäume und so. Das ist geil. Dann hier nochmal eben. Nee, das ist doof an der Stelle. Die Kreuzung muss so bleiben, wie sie ist. Alles bleibt, wie es ist. Hier machen wir gerade, pass auf. Was ist das denn, du? Ah, so ist gerade. Zumindest so gerade es geht. Achtung, den ein bisschen zurück. Bäume raus. Passt. Hier auch nochmal und... Oh, war's gut. Nice, unser Green City Abschluss. Es gibt übrigens auch noch ein Monument bei Green Cities. Und zwar ist das eine ultimative Recyclinganlage. Die haben wir jetzt natürlich nicht gebaut und die passt hier auch, glaube ich, nicht unbedingt in den Stadtteil rein, weil die ist halt nicht so geil. Ist halt Müll, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Der war falsch. Ich hätte da ganz gerne das hier. Und vor allen Dingen fällt mir gerade mal ein, hier muss ein Weg rein. Ich bin nur bekloppt, Alter. Oh, warte mal. An sich eine coole Idee, muss ich sagen. Aber die Bäume sind jetzt genau auf dem Gehweg. Deswegen müssen wir die ein bisschen verschieben, sodass die durch den Vorgarten der anderen Leute... Ja, wir müssen es nochmal wegmachen. Schade eigentlich. Wie viele Leute sind da bei der Hüpfburg, Alter? Meine Güte. Also Hüpfburg ist auch echt... Also ich weiß nicht, du. So, ihr müsst leider weg, sorry. Da muss jetzt ein Weg hin. Vernünftiger Weg muss da hin. Ohne diese Anpinnerei hier. So. Wo geht das überhaupt so? Also jetzt halt die Büsche drauf. Ja, machen wir mal Sonnenweg. Der ist doch nice. Und der ändert sich hier hinten natürlich weiter drin in einen Asphaltweg. Wer hätte es gedacht? Nee, das nicht bitte. Das hier. Das wundert mich, dass das so ist, wie es da jetzt gerade ist an sich. Oh, da kann ich nichts klicken. Warte, so. Als ob, Ort ist bereits belegt.
So, dann gehen wir hier noch durch. Das macht nämlich super viel aus. Das haben wir auf der anderen Seite auch gemacht. Das sieht super schön aus. Und vor allen Dingen gehen auch so viele Leute einfach her. So, hier können wir noch einen setzen. Zack. Dann nicht. Da sind zwei. Hier kann man sowieso herlaufen. Jetzt ist der Weg auch fertig und die Leute können da herlaufen. Ne? Vorher war da halt einfach nur ein Weg ohne Ziel. Hier auch nochmal eben. Und man sieht auch direkt, wird benutzt. Können da noch ein paar Bäume hin. Palmen sind sowieso schon da. Ähnlich wie der Weg hier. Das sieht echt so schön aus. Geht dann hier so rum. Man kann von hier oben eventuell noch runterlaufen. Ah, lol, geht das so echt auf die Kaimauer? Dann können wir auch so machen, warte. Stimmt, die Kaimauer hat ja einen Weg, ne? So. Dann nochmal einen hier hin, wo der Zebrastreifen auch ist. Perfekt einfach. Und dann den dann hier runter oder so. Geht das? Es funktioniert. Oh, ich freue mich darauf, wenn das hier wuselt, ne? Können wir hier dran setzen? Können wir vielleicht auch ein bisschen näher dran? Also ich hoffe, die laufen da drauf rum, ne? Aber ich glaube, das hätte ich mal gesehen. Den können wir hier höher setzen, den Weg? Ne, lieber nicht. Alles bewegt sich, alles wackelt so. Na, lassen wir mal lieber. Nee, zu hoch. Kleine Gebäude, dankeschön. So. Klasse, Alter, klasse. Und der ist zu viel. Dann lieber noch hier einen hin. Oder nur, warte, nur hier einen hin. Geht ja auch. Viel, viel besser. Was ist das für ein Weg? Zweispurige Kiesstraße, die brauchen wir nicht. Wir brauchen aber noch einen Fußweg. Achtung, festhalten. Klackt jetzt. Nice. Gehen wir dahin. Hier gehen wir zur Mitte. Lässt sich immer noch sehr schwer erkennen, ne? Andere Seite bei dem Zebrastreifen auch nochmal eben. Und wir müssen uns noch Gedanken machen, wo dann... Oder wir machen erst die Wohn... Ne, warte, wir müssen erst Gedanken machen. Wo zum Beispiel U-Bahnen hin sollen. Und dann kann man das Ganze bauen. Wer hätte das gedacht, du? Ich glaube nicht, dass bei einem geraden Weg so viele Leute laufen. Den machen wir hier nochmal so. Oh, ging sogar gut. Krass. Aber das ist schon echt geil, ne? Also es hätte ja nie gepasst, wenn ich halt diese Rasteroptik so weiter super krass durchgeführt hätte. Also klar, kommt die auch wieder, bekommt einen Wiedereinstieg. Aber dann erst in anderen Stadtteilen. Wir gucken mal, wie wir die aufbauen. Die sollen sich halt auch alle, wie gesagt, mal so ein bisschen voneinander unterscheiden. So. Und wir machen da noch einen hin. Klasse. Hier braucht nichts. Da eigentlich auch nicht unbedingt. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt gehen wir mal ganz kurz bei den U-Bahnen rein. Wir hätten hier noch einen
eine Anbindung. Da fährt sowieso in die Richtung rum. Da könnte man jetzt hergehen und sagen, jo, das fährt da weiter. Könnte man dann hier anflanschen. So, also, na, doch, an der Hauptstraße, ehrlich gesagt. Weil es war super laut immer, ne? Hier ist dann Endstelle, WTF. Ah, darf ich aber ungern eine. Dann müsste ich die Gebäude hier weg. Ah ne, da sind gar keine Gebäude. Das muss noch weg, okay. Also ich glaube, dass da keine U-Bahn-Haltestelle wäre. Ich muss mir gerade so vorstellen, wenn mal eine etwas stärkere Welle kommt. Oh, den Rest überlasse ich euch. Da könnt ihr ruhig eurer Fantasie freien Lauf geben. Hallo. So, geht doch. Wollte auch nicht zu knapp bauen, ne? Dann so. Ja, cool. Und wieder zurück. Vielleicht können wir die auch nochmal irgendwo anders herfahren lassen. Oder man lässt die hier dran und dann weiter durchfahren. Schwierige Angelegenheit. Da müssen wir bestimmt nochmal zwischendurch optimieren. So. Das sieht aber schon mal gut aus. Ich würde fast sagen, dass wir nächste Folge Green City soweit abschließen können. Also wir ballern da alles zu. Und übernächste Folge hauen wir dann ein neues DLC rein. Schreibt mir dazu gerne mal euer Lieblings-DLC, was ihr als nächstes hier drin sehen wollt, in die Kommentare. Und dann entscheiden wir, was wohin kommt. Also Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!